Hallo und ein freundliches Tag aus Münster. Ich möchte mit euch über Stanville sprechen. Pfeifenmarke Stanville, ihr alle wisst, mittlerweile in, ja, nicht italienischen Händen, aber glaube ich von der STG in Italien in die Fertigung gegeben. Die heutige Qualität in Anführungsstrichen polarisiert sehr. Es gibt sehr viele unter euch Pfeifenfreunden, die sagen, das ist nicht mehr unbedingt dem Preis angemessen. Ich kann da relativ wenig zu sagen. Ich habe wenige italienische Stanville-Pfeifen in der Hand gehabt. Die haben mich wirklich nicht überzeugt. Aber es soll da auch Besserung im Anmarsch sein. Ich habe keine Ahnung von der aktuellen Geschichte. Stanville ist für mich im Prinzip Vergangenheit, dänische Pfeifenvergangenheit. Ich habe vor fast 35 Jahren angefangen, Pfeife zu rauchen, und da war Stanville natürlich sehr, sehr schnell ganz klar auch ein Ziel meines Kaufbegierdes letztendlich, weil Stanville war in den 80ern einfach die Marke im bezahlbaren Bereich, die man im Pfeifenladen in großer, großer Stückzahl und auch in großer, großer Qualität vorfand. Ich kann mich noch sehr gut an viele Stanville-Pfeifen erinnern, die ich zum Beispiel bei Herrn Nöring in Rheine damals gekauft habe. Da waren immer tolle Stücke dabei. Es gab Sonderaktionen. Ich weiß, einmal war der Paul Winslow in Rheine gewesen bei Herrn Nöring und hat vorgedrehte, speziell von ihm ausgesuchte, selektierte Stanville-Köpfe oder Kantel, nur eigentlich fertige Pfeifen kann man sagen. Die waren wirklich komplett bis auf das Oberflächen, bis auf die Beize letztendlich, die Endbeize, waren die komplett vorgefertigt. Und in dem Rahmen so einer schönen Werbeaktion konnte man sich dann halt also von diesen Kanteln und von diesen Pfeifen welche aussuchen, und sie wurden dann nach Farbwunsch passend, wurden sie dann von Herrn Winslow gefertigt, und man musste dann ein paar Tage warten, logischerweise, weil das Ganze musste ja auch trocknen, und konnte die dann ein paar Tage später abholen. Man kam auch so ein kleines Zertifikat noch dabei. Und das war also eine tolle Geschichte letztendlich. Und das wurde also nicht nur bei Nöring in Rheine gemacht, sondern bei vielen, vielen sehr guten Tabakhändlern in Deutschland und wahrscheinlich auch im angrenzenden Ausland. Also wie gesagt, Stanville war für mich immer eine große Marke. Ich persönlich mag auch die Stanville-Pfeifen mit den Silberbeschlägen sehr, sehr gerne. Klar muss man die regelmäßig mit dem Silberputztuch ein bisschen nachpolieren. Aber das Ganze hat für mich auch von der Klassik her einfach einen Anspruch. Stanville ist für mich, gerade in Schwärmen, ihr merkt es, ist für mich eigentlich immer so eine Kombination gewesen aus modernen, klassischen Design, ähnlich wie auch teilweise Dunhill zum Beispiel, aber dann halt auch mit einem besseren Grain und natürlich zu einem völlig anders bezahlbaren Preis. Die meisten Stanville-Pfeifen, die ich mir damals in den 80er, 90er Jahren gekauft habe, die kosteten irgendwo zwischen, ja, ich sag mal 100 und 150 D-Mark. 200 D-Mark war wohl schon ein relativ hoher Kurs, den man da, der da aufgerufen wurde, der vielleicht bezahlt wurde. Gut, mittlerweile sind 6 Stücke davon bei mir in der Sammlung verblieben, hauptsächlich mit Silberbeschlag, das ist richtig. Was mir allerdings immer noch fehlte, das war die Nummer 32. Die 32, das ist also das Bulldog-Shape, das gerade Bulldog, kein Rhodesian-Shape der Firma Stanville. Es ist so ein bisschen ein besonderes Shape im Katalog, sagen wir mal, von Stanville. Manche Stimmen sagen, es ist die im Prinzip erste Pfeifenform, die Stanville in größerer Stückzahl produziert hat. Wir haben ja, ich sag mal, Mitte der 40er Jahre, 42 war es glaube ich genau, 1942 angefangen, aus Obstbaumhölzern Pfeifen, sehr preiswerte Pfeifen für die Kriegszeit halt passend zu fertigen. Und da soll dann unter anderem auch dieses 32er, dieses Bulldog-Shape schon die Nummer 1 gewesen sein, zumindest was also die Serienproduktion der Pfeifen letztendlich angeht. Ich kann mich auch dunkel erinnern, es gab vor wenigen Jahren auch mal ein Jubiläumsset, das müsste entweder 2002 oder 2012 gewesen sein. Da war das war so ein Duo-Set gewesen, da war eine 32 gefertigt aus Brierholz und eine 32 gefertigt aus einem Obstbaumholz, um halt dementsprechend auf diese Wurzel im wahrsten Sinne des Wortes des Hauses hinzuweisen.
Ja, wie gesagt, 32 war halt ich immer schon mein Begehr. Ich habe, man sieht sie relativ selten. Es gibt von Stanwell natürlich von sehr preiswerten Serien bis hoch zu der Unique, zu der Top, absoluten Top-Serie, kann man schon fast nicht sagen, zu den Top-Stücken, ausgesuchten Top-Stücken, gibt es eine große Range. Und eigentlich hätte ich eigentlich immer gerne eine gehabt mit einem schönen Silberbeschlag. Spigot nicht unbedingt, weil das ist mir dann eigentlich nicht unbedingt in dieses klassische Bulldog-Shape hineinpassend. Aber wie gesagt, Silberbeschlag. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte sie euch jetzt zeigen, weil Glückes Geschick war da in dieser Woche. Ich habe einen sehr kleinen Pfeifenladen besucht in Süddeutschland. Ich komme gleich dazu, warum ich nicht sage, wie er heißt. Verzeiht es mir. Und in diesem Pfeifenladen habe ich die 32 in einer ungerauchten Version, filterlos, das ist mir auch noch sehr wichtig. Ich rauche nicht nur, weil ich persönlich keine Filter verwende beim Pfeiferauchen. Man kann natürlich auch eine 9 mm gefilterte Pfeife ohne Filter benutzen und rauchen. Aber gerade bei diesen sehr klassischen, cleanen, sauberen Shapes, da ist es mir schon sehr wichtig, dass man auch einen relativ dünnen Holm hat oder dass der Holm zur Kopfgröße passend ist. Und das geht sich dann leider meiner Meinung nach mit 9 mm Filterung, gerade im klassischen Bereich, sehr, sehr gut aus. Also, sie ist eine 32, sie hat einen Silberbeschlag, sie hat eine normale Filterbohrung oder eine nicht 9 mm Filterbohrung. Sie hat ein Traumgrain. Ich zeige sie euch. Ist sie nicht schön? Passend dazu die Musik natürlich gewählt, Beautiful Love von Bill Evans. Ja, was soll ich noch groß sagen? Also das ist wirklich das Stück, so wie ich es mir eigentlich immer gewünscht habe, in der Bulldog, in der klassischen Bulldog-Form. Mein Lieblingshersteller in der Lieblingsversion, Beautiful Love, kann man das sagen in dem Sinne. Zu den Preisen vielleicht ganz kurz. Der Mann, wo ich sie gekauft habe, war kein Anfänger, ist kein Anfänger, sondern er weiß, was er hat. Und ich habe jetzt für dieses Stück 185 € bezahlt. Meiner Meinung nach grundsätzlich von der Pfeife, von der Verarbeitung, ausgefächertes Mundstück und so weiter, vom Grain her. Schon alleine per se preislich angemessen. Gut, eingedenk der Tatsache, dass es halt diese Made in Denmark-Stücke einfach nicht mehr gibt und dass diese Geschichte letztendlich. Meine Frau kocht und löst gerade den Rauchmelder aus. Bis gleich. Alles gut, nichts passiert. Batterie gewechselt, eben Rauchmelder. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Meine Frau ist eine sehr, sehr gute Köchin. Aber es kann ja nun mal passieren, dass wenn zu viel Qualm sich entwickelt, weil man etwas sehr scharf anbrät, dass dann auch mal der Rauchmelder sich meldet. Okay, passt ja zu einem Pfeifenraucher-Video, um mal den Rauchmelder drin zu haben. Gut, ja, wir waren mal der Stand bestehen geblieben. Also wie gesagt, 185 €. Meiner Meinung nach, selbst für eine Pfeife in dieser Klasse aktuell
von einem guten Hersteller oder sehr guten Hersteller durchaus angemessen, der Preis. Hier kommt natürlich so ein bisschen der Sammleraspekt da hinzu. Man weiß, dass diese Stücke seit langen, langen Jahren schon nicht mehr gefertigt werden in der Qualität. Sie wird es nie wieder geben, letztendlich Made in Denmark, das ist klar. Ob Stanwell jemals wieder diesen Qualitätspunkt erreichen wird, ich habe meine Zweifel, aber schauen wir mal. Von daher, ich habe so überlegt, Loma steht ja vor der Tür und wenn ich so ein Stück in einer gut aufgearbeiteten, von einem Fachmann, Olaf Langner zum Beispiel, in einer Estate-Version bekommen hätte, was hättest du für diese Pfeife als Estate bezahlt? Und ich glaube, ich hätte sicherlich auch gerne einen dreistelligen Betrag bezahlt, 120, 140, 150 €. Jetzt habe ich sie für 185 in neu. Von daher meiner Meinung nach ein Glücksgriff. Ne? Okay. Wollte ich euch nicht vorenthalten, also meine neue kleine feine Stanny. Gut, das würde ich sagen, soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao. Eins habe ich natürlich noch vergessen. Ich hatte euch ja vorhin gesagt oder um Verständnis gebeten, dass ich nicht sage, wo ich sie gekauft habe. Das Problem, was ich nämlich habe, ist, das war nicht die einzige sehr schöne Pfeife, die der gute Mann dort noch in der untersten Schublade liegen hatte. Er hatte im Prinzip neben seinem normalen Standardprogramm fünf filterlose Pfeifen, die eigentlich in mein Beuteschema hineinpassten. Es war eine, boah, frag mich nicht mehr, war das eine Winslow? Kann ich nicht mehr genau sagen. War eine rustizierte Pfeife, die mich weniger interessierte. Es war eine Jensen da aus Dänemark mit einem sehr, mit einer sehr, sehr schönen Linienführung, so ein bisschen Chimney-Kopf, so ein bisschen höher, sehr, sehr schön. Leider ein schlechtes Mundstück in der Form, dass also es relativ abgeschnitten hinten war und auch ein bisschen schief gebohrt war, ganz komisch. Also das war so, sah blöde aus. Und er gab auch selber zu und sagte, ja, wenn er das gesehen hätte beim Einkauf, hätte er die Pfeife nicht genommen. Ansonsten halt wirklich eine sehr schön, auch ein schönes Grain, also war schon klasse. Also wie gesagt, diese Unbekannte oder Winslow, ich weiß nicht mehr, so eine BC Winslow, keine, also Drittmarke, Zweitmarke, Drittmarke, die Jensen, die Pfeife, die ich gekauft habe, dann eine weitere Stanwell mit Bambus, und zwar ein Three Knuckle, also mit drei Bambusknochenringen sozusagen, eine gerade, recht lange Pfeife, auch lecker. Und als zu guter Letzt zur Krönung des Ganzen auch noch eine Ashton aus England. Sehr unauffällig von Grain, so wieder typisch wie in die Richtung, wie ja auch Dunhill letztendlich immer wieder auffällig wird, aber auch fehlerfrei, recht schön. Lag halt alles irgendwo so Ende 100, Anfang 200 €. Er machte mir dann zwar noch ein etwas unverschämtes Angebot, indem er mir die Jensen mit der Stanwell, glaube ich, für 250 angeboten hatte, aber na, weiß ich nicht. Also, ich glaube, die Jensen war bei 135 oder 155, aber bin da einfach nur reingegangen, um eine Dose Tabak zu kaufen und hatte schon 185 € ausgegeben und wollte dann nicht auf 250 oder was hochgehen. Gehe aber noch ein bisschen schwanger mit der Idee, eventuell bei der Ashton oder auch bei der Bambus Stanwell nochmal zuzuschlagen. Von daher bitte ich um euer Verständnis, dass ich jetzt nicht an die große Glocke hänge, wo ich die Pfeife gekauft habe. Wenn sich jemand findet und schnappt, ist in Ordnung, alles kein Thema. Ich habe sie also nicht zurücklegen lassen oder sowas in der Richtung. Ich lasse da so ein bisschen das Glück spielen. Ich werde da in ein paar Wochen mal reingehen und wenn ich da wieder in der Gegend bin, und dann schauen wir mal. Also das soweit zum Händler. Ich wünsche euch was. Ciao.